Also, Caso, erstes Interview auf Deutsch. Ja. Ich bin auserwählt, dir die Fragen zu stellen. Caso, du hast 1,5 Jahre Deutsch gelernt. Du hast studiert, ne? Dann bist du es ja gewohnt zu lernen. Ja. Hat es Spaß gemacht, Deutsch zu lernen? Und was macht Deutsch so schwer? Schwer. Warum der, die das in Deutschland? Drei. Ich kann nichts merken. Okay. Mhm. Ja. Ist es ein großer Unterschied, ohne Dolmetscher zu spielen und zu trainieren? Training ist kein Problem ohne Dolmetscher. Aber Spiel, Schwierigkeiten und zu besprechen im Spiel, vor dem Spiel. Merkt man manchmal, ja. Ja. Okay. Bist du froh, dich in Köln jetzt auch ohne fremde Hilfe verständigen zu können? Und was magst du an Köln am liebsten? Leute und Herrn Dom und alles. Ich mag sehr in Köln. Gut. Vor einem Jahr hast du dich hier im Trainingslager verletzt. Weißt du noch? Ja, ich weiß. In der Band, ne? Ja. Kannst du dich noch daran erinnern und wie schwer war es, sich zurückzukämpfen? Erste Spiel. Zurück zu Spiel. Ich war sehr negativ. Nein. Negativ? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Mentalität ist das Problem. Ja. Erst. Aber hast du gut gemacht, ne? Jetzt alles gut. Kein Problem. Fit. Fit, top fit. Yes. Gut. Schön. So, hier haben wir es auch. Am Ende der Saison warst du wieder der Alte und hast starke Spiele gezeigt. Echt? Danke. Gute Form. Ja? Danke schon. Fragen kommen nicht von mir. War die Bundesliga schon auf der Uni dein Traum? Ja. Und wie stolz waren deine Verwandten nach deinem Debüt? Ja, meine Eltern ist hat gesagt, stolz mir. Aber japanisch Medien. Ich war direkt zu Deutschland gekommen und nicht so bekannt. Deswegen ich bin nicht hoch gejubelt. Jubel. Hoch gejubelt. Hoch gejubelt. Ja. Weiter so. Ich habe dich noch nie mit schlechter Laune gesehen. Nie schlechte Laune, ja? Danke. Was macht dir an deinem Beruf Fußball am meisten Spaß? Wann wir gewinnen und wann ich in dem Platz stehe und Großfans uns besitzen. Unterstützen. Unterstützen, genau. Ja. Und danach Party, ja? Ja, genau. Köln, gute Stadt für Party? Ja, ist gut. Essen auch nicht gut so in Köln? Japan ist besser. Ja? Ja, aber du gehst doch immer zu Japaner. Japanisch. Momotaro in neben Ist das Schleichwerbung? Ist das Schleichwerbung? Können wir das reinpacken? Aber ist echt gut. Ja. Ja. Und sonst? Aber Max darf, ne? Ja, Japanisch. Japanisch, gutes Essen. Ist zu empfehlen. So, jetzt haben wir noch eine Frage. Schaffst du es, mir noch Japanisch beizubringen? Ja, du musst uns nächste Saison, du kommst zur japanischen Nationalmannschaft, oder? Nein. Ja, okay. Aber lerne ich noch Japanisch? Ja, du Japanisch musst, kannst du sprechen? Arigato. Arigato. Ja. Aber Japanisch ist schwer. Japanisch? Schwer. Schwer? Ja, ich weiß. Deutsch auch. Ja, aber Deutsch.
Daddy, das. Dreimal. Dreimal groß. Und jetzt verabschiede dich noch. Sag tschüss auf Japanisch. Ja. Tschüss. Arigato gozaimasu. Ja. Tschüss.